Narren, ihr seid in meine Falle gegangen. Wir werden uns um sie kümmern, Lord Levener. Muss ich alles selbst tun? Das fette Schwert hätte ich gern von dem. Aber das wird jetzt bestimmt hart. Bruder, was geht? Oh oh. Als ich eure Geschichte gesehen habe, aber ihr seid beide nur erbärmlich. Genießt den Rest eures Lebens, während ihr auf dieser Insel festsitzt. Finde den Weg zurück zum Festland. Können wir da kurz rein? Level 10, easy. Wenn wir schon mal hier sind. Ah, cool, Teleporter. Was macht der? Wir haben die gleiche Axt gefunden, deswegen hat er jetzt Level 3. Macht also genauso viel wie unsere gerade. Aber Verteidigung plus 10, okay, gekauft. Noch eine Kiste, nice. Und da ist drin. Heilender Stab. Heilende Pfote. Nice. Heißt, er wird im Gegenzug. So. Kriegt er ausgerüstet. Ich weiß nicht, macht er dann. Ich weiß, wie heilende Pfote geht. Achso, das ist ein Magiespruch, ne? Scheiße! Geht in den Augenblick, wenn man wo hinkommt, ihr denkt, wir sind am Arsch? Genau so einer ist das gerade. Hi, Bro. Können wir reden? Heißt wohl nein. Königsblut, ihr sucht nach einem Weg, eure Drohne zurückzuerobern. Beweist euren Wert und unsere stärkste Waffe kann die eure sein. Echt, Bruder? Au. Pass auf, Digga! Aua! Eine Mana, pass auf, Digga! Geh weg! Ja, ist so langsam. War's zumindest. Ah, ich muss aufpassen, muss da früher raus. Darf noch zu lang draufhalten auf den. Okay, ging aber. Ein bisschen Nahrung aufs Maul gekriegt, weil ich ein bisschen unvorsichtig war, aber ist okay. Du hältst das Siegel des Königs. Okay. Nimm dieses Siegel und schmiede die Waffe, um alle Feinde bis zu besiegen. Das Königsschwert. Miaut. Okay. Sonst gibt's hier nichts. Gut, dann können wir wieder gehen. Ausgang. Oh, bei meinem Schnurrhahn. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Hä? Hab ich dich richtig gehört? Du konntest Löwen keinen Kratzer zufügen? Zeige Kiri das Siegel des Königs. Das ist das Zeichen der ersten Könige. Die haben euch also gesagt, dass wir das Königsschwert benötigen, hä? Ich hätte gehofft, es würde nicht dazu kommen, aber... Miao Kai. Fragen wir Kit danach.
Können wir erstmal kurz eine Runde heimgehen? Das war nice. So, jetzt müssen wir mal schauen. Kommt her. Level up. Wenn wir das Königspferd neu smeten, weiß Kid, wie man das macht. Angenommen. Hey Kittekat, was geht? Du zeigst Kid das Siegel des Königs. Dieses Siegel ist unmiauglich. Kid, hast du geholfen, das Königspferd zu smeten? Kannst du es erneut tun? Sei still, Kiri. Jetzt wissen Sie, wie alt ich bin. Vergesst, was ihr gehört habt und trefft mich draußen. Okay, wir gehen raus, Bruder. So. Okay, Schwester. Ja, ich komme ja schon. Oder wir in dem Fall. Hä? Hört ihr alle das? Jo, Brüder und Schwestern, was geht? Wow, ihr habt mich wieder gerettet. Ihr arbeitet alle gut zusammen, hä? Loot! Komm, mach's kaputt. Ich glaube, nämlich auch noch für einen kleinen Freaks. Aber wir haben so viel Platz, so viel Möglichkeiten. Wir werden das Ganze, wir werden alle Quests durchprügeln. Ich wollte es nur gesagt haben, schon mal, damit ihr wisst, was hier abgeht. Da kann man aufs Wasser gehen. Kennt ihr alle den wahren Grund, weshalb das Königsschwert zerbrochen ist? Weil die ersten Könige dessen Macht fürchteten. Deshalb haben sie mir einen Splitter hinterlassen, um sicherzustellen, dass niemand es erneut schmieden kann. Kids Wettkampf. Okay. Besiegt mich und ich werde euch helfen, das Königsschwert neu zu schmieden. Miau, genau. Autsch. War doof. Katzabenteuerschwert. Okay, weil es ist so, wenn wir einen Gegenstand öfters finden, gleichen davon, dann kriegen wir Dings dafür. Wird immer stärker. Schwester, was geht? Hehehe, macht euch bereit, Jungs. Mein Hammer hat einen tüchtigen Schlag. Bruder, heil mich! Pass auf, Digga! Ruf, ruf, der hat nichts mehr! Nice! Hey, ihr seid recht gut! Kid gibt dir Löwenader-Schlüssel. Kann man die goldenen Kisten öffnen? Dieser Schlüssel wird die Ruinen aufsperren, in denen ein Splitter aufbewahrt wird. Kiri will euch dort finden, okay? Okay. Wisst ihr, Hunde und Katzen sind nie miteinander ausgekommen. Aber ich habe das Gefühl, ihr werdet das ändern. Herz. Cooler Shit. Kann man da irgendwie drüber laufen? Buch der ersten Könige, Auszug 1. In der Zeit vor Königen und Zaubergeistern lebten einst die alten Meister. Sie schufen eine große Zivilisation, aber hinterließen eine zerstörte Nation. Ah, okay.
Also verschiedenen Schnellreisepunkte. Jetzt wird ein Schuh draus, Bruder. Da müssen wir dem Kollegen erstmal da unten helfen. Level 10, ja, da kann man rein. Easy. Reisen wir kurz. Ah, so eine Challenge. Nice. Teste deinen Mut und unser Schatz wird dein. Miaz, genau. Son Goku. Welle 2. Komm schon, los. Komm, komm, komm her, los. Letzte Welle. Das ist die letzte Welle. Das ist der perfekte Tag. Erstmal die Experience-Kugeln hier einsammeln. Nice. Wettbewerb abgeschlossen. Gell, mein wuffiger Freund. Der Schatz gehört dir. Danke schön. Ist echt liebevoll von Ihnen, Sir. Was findet man da drin? Waldläufer-Axt. 2 Schaden. Wurfentfernung steigt. Wurfentfernung? Können wir... Oh, das wäre natürlich übel, wenn wir noch Gegenstände rumwerfen könnten. Hier, friss dies. Was ist mit dir los, Bruder? Grüße, ich bin Dr. Yekid und bitte um Hilfe beim Sammeln von Monsterfleisch. Okay. Oh, ein Hundefreund, der mir helfen will? Was für eine seltene Sache. Katz kommen. Also, einige Stadtkatzen sind krank. Die Symptome sind, dass sie dauernd Fleisch rufen. Hä? Blutuntersuchungen haben seltsame Partikel gezeigt. Diagnose Monster. Ich benötige mehr Proben des Fledermausfleisches. Zu den fehlenden Ursprungssorten gehört das Flussloch. Finde ich die Fledermaus im Flussloch, um ihr Fleisch zu bekommen. Okay, darf ich kurz speichern, bitte, Sir. Danke. Ich schaue auf das Meer immer schnurrend Tag. Und wisst ihr, was ich sehe? Die verfluchten Ruinen. Genau. Okay, danke schön für die Info, Bro. Okay, angreifen tut er uns nicht. Ja, ist ein Glück. Wir würden ihn wegfisten. So, dann müssen wir den Dicken noch machen. Ja, macht nur wenig Schaden, aber müssen meine Mana auffüllen. Außerdem kann ich ein bisschen ablenken vom anderen. Hat er da mehr Schutz? Flussloch. Heilige Makrele, glücklicherweise bist du nicht diese verrückte Fleischkatze. Hä? Wenn du diese Katze siehst, rennst du besser weit weg. Bis dann. Hey, Bruder. Wir sind gerade für jemals in der Höhle, um Fleisch einzusammeln. Ah, da ganz reicht. Also Freund Nase muss echt mal, was das Zielen betrifft, echt Dinge üben, Alter. Können wir euch triggern? Bruder, du kommst mit denen klar? Kein Sinn, ist ja gar kein Damage kriegt der Arsch. Unser Mitstreiter. Du nimmst das Fledermausfleisch. Danke, Fan. Oh, keine Mana. Ich würde sagen, schieß mal drauf, bitte. So, krieg die Kiste. Ah, da ist der Eingang. Okay, da muss ich irgendwo noch was leben. Ach du. Klack, danke schön. Was gibt's hier drin Feines?
Weißer Magierhut. Heilende Pfote, 16. Oh, ich weiß, wer den kriegt. Erstmal changen und dann über X. Da muss ich mich erstmal ein bisschen dran gewöhnen. So, hat er mein Leben, der Kollege. Ich freue mich auch schon, wenn wir mehr Magier- oder Magiegegenstände finden. Waldläuferkappe. Wurfentfernung steigt und 3 Damage. Oh, das ist aber gut. Sieht zwar komisch aus, aber ist egal. So. Füllt aber sein Leben nicht automatisch auf. Also irgendwie geht es nicht so richtig durch Schadenursachen oder so. Level 15. Ja, können wir machen. Da können wir einen Kälte, so kann ich dich so durchbrüllen durch den ganzen Au. Der pennt da drüben, lol. Am Wasser, wenigstens hat er schon kühl gehabt. Das Katzpital. Ah, das ist ein Ort, okay. Ich suche nach Dr. Chick. Oh, ich rieche Fleisch. Also wartet hier. Fleisch. Höchst seltsam, ich erinnere mich nicht daran, hineingegangen zu sein. Du gibst Dr. Jacket das Fleisch. Vielen Dank, ich würde mehr Hilfe benötigen. Kommt wieder vorbei und hier, nehmt das. So bin ich auch am Mittag. Fleischpock. Katzabenteurerhut. Damage plus 4. Dankeschön. So. Dann ziehen wir noch einen auf. Sieht sexy aus, ne? Sieht mal aus wie Cat-Hut. Ich weiß nicht, was ich früher für Damage geprügelt habe. Vor allem, wir haben ja, glaube ich, kein Level-Cap hier in dem Game, ne? Wohl bemerkt. Ist halt cool, ey. Was ist denn da drüben los? Lol. Waren wir da oben schon drin? Level 10. Scheint so, das ist kein Fragezeichen mehr davon. Da waren wir schon drin. Erstmal kurz hier speichern. Ja, bin wieder fit. Bruder, was geht? Heil! Allen Katzenabenteuern. Teurern. Kommt und fordert mich heraus, wenn ihr es wagt. Nichts für Angsthasen. Ja, okay. Ihr wollt mich herausfordern? Mich, den amtierenden Meister von Schere, Stein, Papier? Ich warne euch gleich, ihr werdet nie gewinnen. Mio, versuchen wir es. Geht da drüben. Geht da drüber, ihr zwei. Okay. Ich wähle in meinen Kopf, damit wir nicht tricksen können. Mio, okay? Dann triffst du deine Wahl. Okay, das ist es. Alles oder nichts. Stein, Papier, Schere. Papier. Du hast gewonnen? Oh, die besten 2 von 3. Ich finde besser meinen Glücksort. Ja, okay, dieses Mal gewinne ich. Pfoten leicht. Stein, Papier, Schere. Du hast wieder gewonnen, aber ich bin der Meister wie die besten 3 von 5. Diese Überheblichkeit wird dein Untergang sein. Da öffne ich mal dahin, wo das eigentlich ist. Sieh mein Katzenkönn, Stein, Papier, Schere. Nein, nicht schon wieder. Wie ist dies? Miauglich, die besten 4 von... Ach, ich gebe auf, du gewinnst. Ich übergebe die Krone des Meisters an dich. Katzenminze, Bravo-Maske. Lol. Ich werde zurückkommen, um mir diesen Ziel zurückzuholen. Aber erst einmal... Kätzlichen Glückwunsch. Wie blöd. Es ist einfach der Cat Quest. Es ist manchmal so beknackt. Was für Level? Level 4. Geh mal rein. Ach, da waren wir schon. Okay, ja, können wir da raus. Wartet. Ich vergaß, war kein Fragezeichen davor. Uwe Wutsch? Ne. Müssen erst ein bisschen aufnehmen, Mr. Multi. Nein, wir haben noch keine Stunde aufgenommen. Hat
Hatte ich hier nicht irgendwo eine goldene Kiste gesehen? Ja gut, der Sven bringt nichts, wir haben keinen Schlüssel zum Aufmachen, ne? Ja genau, Level 99. Bring mich halt um.